Triggerwarnung. Im folgenden Video könnt ihr einem Gespräch mit mir und meiner Oma lauschen, in dem wir unter anderem über Krieg reden. Meine Oma hatte das Glück, auf dem Land fernab der Kriegsgeschehnisse zu leben und hatte auch nicht mit Armut zu kämpfen. Dies könnte in jemanden, der mit Krieg oder Armut in Berührung gekommen ist, unangenehme Gefühle hervorrufen. Hallo, heute mal ein etwas anderes Video auf meinem Kanal. Und zwar ist meine Oma gerade vor ein paar Tagen 96 Jahre alt geworden. Und ich dachte, das muss man doch mal nutzen. Da muss man doch ein Interview mal drehen. Denn es gibt so viele interessante Geschichten, die du erlebt hast, von denen man gar nichts, also von denen wir so gar nichts mitgekriegt haben. Und da kann man dich ja interviewen. Und zwar bist du ja 1926 geboren. Ja. Das sind ja fast 100 Jahre, muss man vorstellen, die du auf dieser Welt verbracht hast in Deutschland. Und da ist ja nun sehr, sehr viel passiert, auch gerade in diesem Land. Und ich kenne das ja schon, dass einige Zuschauer von mir zum Beispiel gar nicht den Fall der Mauer mitgekriegt haben. Ich habe ja noch den Fall der Mauer mitgekriegt. Da denkt man mal, was hast du denn alles so miterlebt? Ja, ne? Am schlimmsten war es der Krieg. Ja. Das war das Schlimmste, was ich erlebt habe. Glaube ich. Darum, ich habe für den heutigen Krieg, der da ist, habe ich schon richtig Angst. Hm. Verstehe, der in der Ukraine gerade tobt. Ja. Wir kommen da gleich zu. Ich habe die Fragen von Zuschauern, ich habe euch nämlich gefragt oder beziehungsweise euch die Möglichkeit gegeben, auch Fragen zu stellen. Die habt ihr unter einem Video gestellt. Die habe ich hier mal notiert und in eine Reihenfolge gebracht. So, die meisten, manche haben sich auch gedoppelt und so. Die stelle ich dir einfach mal der Frage nach, der Reihe nach, wollte ich sagen. Ja. Und da ist nämlich Krieg auch noch ein Thema. Da kommen wir dann gleich zu. Erstmal vielen lieben Dank, dass du das überhaupt mitmachst, in dieser Hitze heute, an diesem heißen Tag heute. Ja, und, ist heute besonders. Dich bereit erklärst, mit mir dieses Interview zu machen, damit wir das für die Ewigkeit festhalten können, damit jeder mal reingucken kann und weiß, wie es so in den letzten 100 Jahren war. Ich habe sehr viel auch von meiner Oma lernen können. Ich habe gemerkt, du wirst auch sehr erfindungsreich, habe ich gemerkt. Ne? Du hast mir neulich eine Geschichte erzählt, wie du eine Möglichkeit gefunden hast, deinen Rücken einzucremen. Wenn man ganz alleine zu Hause ist, ja. Das fand ich gut. Wenn man alleine ist, kann man das nicht mehr machen. Ja, willst du es kurz sagen? Da habe ich von im Geschäft mir so eine Malerlampe gekauft. Eine Malerrolle. So eine Streichrolle. Wo hier vorne so eine Rolle ist. Ja. Und da rolle ich mir jetzt den Rücken mit an. Und die Creme und auch wenn ich geduscht bin, dusche ich mit der einen Rolle, seife ich. Und mit der anderen Rolle creme ich mich dann. Ich glaube, ich werde das auch so machen. Ich finde das total gut. Oder was macht man, wenn man abends im Dunkeln sitzt zu Hause und man will auf die Uhr gucken, ne? Meine Oma hier immer eine Taschenlampe sitzt. Fand ich voll gut. Ich habe gefragt, warum ist denn da eine Taschenlampe? Ja, die habe ich dafür. Ja. Damit ich auch manches Mal sehen kann, wie warm es hier ist bei mir. Achso, Thermometer da auch. Die kann ich sonst nicht sehen. Ja, klar, wenn es so dunkel ist. Denn leuchte ich mit der Lampe, leuchte ich dagegen, damit ich weiß, wie warm es hier das sind im Tricks. Zimmer ist. Das sind Lifehacks hier von meiner Oma. So, ich gehe einfach mal dir die Fragen nach. Hier, ich werde dir einfach mal die Fragen stellen, die von unseren Zuschauern kommen. Ich werde dir dann natürlich persönlich auch noch Fragen stellen, die mich dann interessieren. Und ja, wie gesagt, wenn du auf irgendwas nicht antworten willst, dann sagst du einfach, will ich nicht beantworten, dann machen wir die nächste. Ja, vielleicht kann ich vielleicht. Ja, vielleicht kannst du. Das Ganze sind natürlich die Erinnerungen meiner Oma, ne? Muss man auch dazu sagen. Erinnerungen, ihr kennt das vielleicht. Manchmal, wenn man was sieht, waren die Erinnerungen dann ganz anders, als man sie gesehen hat. Ja, aber darum geht es ja, deine Erinnerungen zu hören. Vor allen Dingen auch vielleicht die Erinnerungen deiner Eltern. Wir fangen mal an mit, wie war es da überhaupt davor? Hier, Geschichten davor. Judika würde gerne wissen, welche Geschichten haben ihre Eltern erzählt, also deine, an die du gerne noch denkst. Naja, es gab ja vieles früher gar nicht, so wie zum Beispiel eine Dusche. Hm. Gab es ja gar nicht, wie meine Eltern so. Ja. In dem Alter waren, wo sie duschen konnten. Was man heutzutage für selbstverständlich hält. Ja, mein Vater ist schon vorher gestorben und der hat sein Leben nie duschen können. Da oben, wie wir da oben gewohnt haben, noch in dem alten Haus, da gab es gar keine Dusche. Und wie haben die das gemacht? Die haben sich so gewaschen an dem Waschbecken. Und wo haben die das Wasser her? Naja, die Wasserleitung war inzwischen in der Küche. Achso, Leitungen gab es da in der Küche.
In der Küche hatten sie Wasserleitungen gemacht. Hm. Und du kanntest Duschen aber schon? Naja, weil wir hier dann das Haus gebaut haben. Und da haben wir natürlich die Duschen gebaut. Naja, natürlich. Da gab es die Duschen schon. Oben in dem alten Hause gab es gar keine Duschen. Hm. Und Toiletten, wie sahen die damals aus? Ja, eine Toilette mussten wir wohnten oben, wir mussten in der Treppe runter, ganz am Hause lang und hinten auf dem Hof, an der Wand, da war eine Toilette. Oha. Da war eine Tür und im Winter, wenn wir auf der Toilette saßen, da waren die Bretter nicht so ganz eng, dann schneit es uns auf die Knie. Oha. Wenn es Winter war. Ach, du Schande. So was habe ich noch erlebt, doch. Wow. Und wie waren da die Spülungen? Spülung gab es dann nicht. Das Plumpsklo. Das war, ja. Ja. Das war nur draußen so an der Scheune angebaut. Weil. Stand da einfach so im Freien. Und kannst du dich noch erinnern, als es plötzlich Spülungen gab für Toiletten? Naja, das gab es alles erst, wie wir gebaut haben. Hier in unserem jetzigen Haus. Achso, das gab es schon? Da oben gab es das noch nicht, in dem Hause, wo wir gewohnt haben. Okay. Das war ja schon ein du wusstest da aber auch schon, es gibt Spülungen, nur ihr, ihr habt euch das nicht... Ja, das haben wir denn, wie wir hier gebaut haben, wir haben 49 haben wir gebaut. Da haben wir natürlich hier und auch unten in der Wohnung und hier oben in der Wohnung die Duschen gemacht. Ja. Oben und auch unten. Ja. Weil wir ja dann erst unten gewohnt haben und heute wohne ich hier oben, muss ich ja auch eine Dusche haben. Ja. Naja, heutzutage ist das ja alles so, ja, man denkt das ganz normal. Das ist selbstverständlich. Da kann man mal überlegen, in manchen Ländern ist es ja immer noch so wie früher, ne? Immer noch nicht selbstverständlich. Ja, ja. Naja, auch in dem Hause, wo wir früher gewohnt haben, da war unsere Wurstekammer, hatten wir neben der Küche. Da ist heute denn ein Bad gebaut. Dusche und Toiletten haben sie dann im Hause gebaut, wie wir ausgezogen waren. Was war das für eine Kammer, eine Wurstekammer? Für uns. Wie wir da gewohnt haben, da war die Küche und nebenan war die Wurstekammer. Eine Wurstekammer ist genauso groß, wir haben ja immer selber geschlachtet. Ah, okay, also wirklich, wo die Wurst hing. Oder und kann ich mich sogar noch erinnern? Oben unter hatte mein Vater, und da hing die ganze Wurst da oben unter der Decke. Ach, das war dein Vater schon? Das hat mein Vater da angemacht. Weil ich weiß noch, als ich klein war, also ich kann mich sogar noch erinnern an den Wurstboden da oben. Ja? Der Wurst, ja, kann ich mich noch erinnern. Ja, ja. Ich wusste nur nicht, dass die schon von deinem Vater waren. Die Wurstekammer war genauso groß wie unsere Küche. Ja. Richtig großer Raum. Nur wo überall Wurst hing. Aber. Und wie habt ihr das vom Schlachter geholt? Oder? Nein, wir haben ja in dem Haus geschlachtet. Ach, im Haus selber? Da hinten war eine Waschküche. Hinten im Hof. Okay. Und da kam der Nachbar, der war Schlachter. Und er hat für uns das Schwein geschlachtet und hat auch die Wurst und alles selber gemacht. Ich glaube daran erinnere ich mich auch. Was man heute alles so kauft. Ich glaube, ich erinnere mich an den Raum. Ja? Gab's den damals auch? Ich glaube, ich erinnere mich daran. Oh Mensch, das ist klar, Raum, du kannst ihn nicht nur der Raum. Da war das haben wir hier im Hause nicht mehr gehabt. Nee. In diesem Hause. So viel zum Thema Erinnerung. Aber ich erinnere mich immer, dass es so selbstgeschlachtete Schweinebrühe irgendwie gab. Ja, ne? Ja, ja. Aber nein, hier haben wir denn, naja, meine Eltern haben ja dieses Haus noch mitgebaut und da war ja auch dann der Stall. Da haben wir ja nachher Zimmer davon gemacht. Und wir hatten ja tatsächlich, mein Mann, das erste Auto hier im Vogelbeck. Ach. Tatsächlich. Ach. Weil er gelernter Autoschlosser war und wollte auch ein Auto haben. Und der Bauer, wo wir in dem Hause wohnten, der hatte tatsächlich auch ein Auto mit. Aha. Und wir. Wow. Da war ihr bestimmt Highlight immer, wenn ihr auf die Straße gefahren seid, wa? Haben bestimmt die Leute immer geguckt, oder? Ja.
Luni Lea fragt, ich fände spannend zu wissen, was für sie das Absurdeste war, was Realität geworden ist. Also welche Erfindung für sie die verrückteste war, die es jetzt aber gibt. Fällt dir da was ein? Wo ihr früher vielleicht gesagt habt, ne, das wird es nie geben, das ist Science Fiction. Naja, wir haben da früher gar nicht dran gedacht, dass es sowas gibt, wie es heute alle ist. Gar nicht mal geträumt, so wie wir, hier heute, weißt du, wir sagen ja heute, vielleicht gibt es später mal fliegende Autos oder naja, so. Nö, wüsste ich gar nicht. Habt ihr gar nicht geträumt, so wie es später mal aussehen könnte? Nö, da haben wir aber habt ihr nicht, keine Gedanken gemacht. Habt ihr nicht früher mal so gesagt, damals, als die Leute im Mittelalter lebten, da war es noch so und jetzt sind die Erfindungen so weit? Und dann habt ihr gar nicht darüber geredet, wie es vielleicht noch weiter später aussehen könnte? Ja, da haben wir uns noch gar keine Gedanken zu gemacht. Da waren wir ja auch noch den zu jung. Ihr hattet wahrscheinlich auch ganz andere Probleme zu der Zeit. Ja, vielleicht gingen wir noch zur Schule. Naja gut, wir gingen ja auch zur Schule, aber gerade da haben wir die größte Fantasie so als Schulkind eigentlich so. Obwohl, naja, eigentlich immer, sollte man nicht verlieren. Ach so, wir hatten ja hier bei uns im Dorf noch eine Schule früher. Ach so, ja. Heute ist ja das alles in Arnbeck, nicht? Ja, stimmt. Man muss sagen, ich bin hier auf dem Dorf groß geworden und Arnbeck ist die Stadt und die Dörfer sind alle drumherum um Arnbeck. Aber ich, hier in Vogelbeck, früher konnte man hier in Vogelbeck alles einkaufen. Wir hatten richtig Kaufmannsladen. Ja, so ein Tante-Emma-Laden hatten wir bei uns auch. Das gab es hier früher alles im Dorf. Ja. Aber es hatte ja auch kein Mensch ein Auto, dass er nach Arnbeck hinkam. Ja, stimmt. Ja, und so da mussten wir ja hier alles kaufen. Ach so. Aber und die haben das dann mit Kutschen oder so aufgefüllt. Heute ist das natürlich alles. Kutschen hatten ja nur die Bauern. Achso, ja, aber wie sind denn die Waren in die Läden gekommen? Sind doch bestimmt auch mit Kutschen gekommen, oder? Ja, wie die das gebracht haben. Also ich gar nicht interessiert für, ne? Das weiß ich gar nicht, denn so als Kind kümmerst du dich um sowas ja gar nicht. Zumindest hat man das damals wahrscheinlich nicht. Alles dahin gekommen ist. Weil heutzutage wollen die Kinder ja solche Sachen immer wissen, so weißt du? Heute sind die Kinder auch schon gescheiter, wie wir früher waren. Es ist tatsächlich so. Wenn ich da staune über die Kufenthaler Kinder, was die heute alles so machen. Würdest du sagen, meine Urenkel sind. Genau, deine Urenkel. Würdest du sagen, dass es ist, weil die Eltern heutzutage offener mit den Kindern reden? Das ist möglich. Ja. Das, weil früher war das ja bestimmt alles tabu, ne? Da durften die Kinder ja vieles gar nicht wissen, oder? Naja, die Eltern wussten das vielleicht auch gar nicht. Ja, heute sind die Menschen. Denn es gab es nicht und dann war das so eine Selbstverständlichkeit. Wann sind die Menschen heute aufgeklärter, würdest du sagen? Auf jeden Fall. Ja, okay. Denn auf jeden Fall, denn guck mal, wenn ich das heute, die Kleine in Kufenthal, die, wenn die so ein Handy hat, die kann das, ich kann das gar nicht. Ich weiß doch gar nicht mit anzufangen. Aber die Kleine, die ist jetzt in die Schule gekommen, die kennt das schon. Die Kinder werden damit groß. Aber das ist doch cool, was du alles noch miterlebst. Ich meine, okay, du bist jetzt im Alter, wo du sagst, diese ganzen ganz neuen Sachen und so, das möchtest du ja auch gar nicht. Nein, möchte ich gar nicht. Musst du ja auch gar nicht, verlangt ja keiner. Aber du weißt ja zum Beispiel, dass wir uns jetzt auch beim Telefonieren sehen können. Ja. Zum Beispiel. Ja, das ist ja irre, was du alles erlebt hast. Das kann ich nur sehen, weil ich von deiner Mutter jetzt auch, wenn ich bei euch da bin, dann zeigst du mir das. Ja. Aber ich meine, das ist doch irre, was du erlebt hast. Ich meine, du hast ja auch das erste Telefon miterlebt, oder? Oder gab es das schon? Ich habe hier in unserer Siedlung das erste Telefon gehabt. Denn ich fuhr Taxe damals. Erste Auto, erste Telefon. Weil wir ein Auto hatten hier im Dorfe. Ja. Und da hatte ich schon früh, ich habe mit lauter Männern einen Führerschein gemacht. Die Frauen haben zu meiner Zeit gar keinen Führerschein gemacht. Aha. Es waren lauter Männer. Und dann sagte der Chef, Büchner war das in Arnbeck, der sagte zu mir, Mädchen, was soll ich denn dir noch lernen? Du kannst doch schon das Auto fahren. Ja, voll toll. Und wie hast du dich da gefühlt? Weil früher... Doch, ich habe mich ganz wohl gefühlt dabei. Ja, das ist, freut mich zu hören. Doch, weil ich höre ja immer, dass früher die Frauen gar nicht so viel zu melden hatten als die Männer. Nein. Das war ja
Nein, nein, ich meine, das ist ja heute haben noch die Männer bestimmt. Denn ich kann mich noch daran erinnern, wenn mein Vater was gesagt hat, hat meine Mutter anstandslos alles das gemacht, was er sagt. Heute lässt sich das keine Frau mehr bieten. Ja, was ja auch in Ordnung ist. Wobei es das immer noch gibt, also wir haben noch viel zu lernen, noch weiter, aber wenn man das mit deiner Zeit vergleicht. Aber wie ich Kind war, waren die Zeiten einfach so, da haben die Männer bestimmt, was los ist. Und die Frauen mussten kuschen. Und wie war das dann für dich? Haben die denn dich trotzdem als Kollegin behandelt, da im Taxiunternehmen? Als gleichwertige Kollegin, meine ich? Oder haben die auch? Die haben sich gefreut. Natürlich, dass das ich schön. Taxi gefahren habe. Ich 10 Jahre gemacht. Naja, aber ich meine, weil die Männer ja früher so waren, dass die Frauen kuschen mussten. Und jetzt ist eine Frau da als Kollegin. Aber die jungen Männer, die so unterwegs auf den Dörfern waren, die riefen dann an. Ich hatte das erste Telefon hier in der Siedlung. Ja. Kein Mensch hatte Telefon, aber ich brauchte das, weil ich ja Taxi fuhr. Und kamen dann andere Leute zu dir, die telefonieren wollten? Auch. Auch, ja. Was du hier oder wenn irgendwo die Kinder manchmal auf den anderen Dörfern, die riefen dann bei mir ein, können Sie mal bei meiner Mutter das und das Bescheid sagen. Musstest du dann musste ich denn da hingehen und musste sagen, was bei denen passiert war. So. Oh, wei. Ja, es war tatsächlich so. Ja. Ich hatte das erste Auto und das erste Telefon. Nicht schlecht. Aber es freut mich wirklich zu hören, dass du gleichberechtigt wurdest in dem Taxiunternehmen, obwohl du eine Frau warst. Wirklich. Doch, das haben sie anerkannt. Wow. Die waren ganz erstaunt, dass ich als Frau mit dem Auto kam. Für die Zeit beeindruckend. Zu der Zeit fuhren die Frauen noch kein Autos. Alper Turfan fragt, welche Erfindung hatte ihrer Meinung nach den größten gesellschaftlichen Impact? Hatte sie jemals ernsthafte Reuegefühle, bestimmte Ziele oder Träume nicht erreicht oder gar nicht verfolgt zu haben? So, machen wir erstmal die erste Frage. Den größten Impact, den gesellschaftlichen Impact, ob irgendeine Erfindung die Gesellschaft verändert hat? Ja, wahrscheinlich so Telefon und so, ne? Ist ja so, wenn du hier ran musst und dann dem ganzen Dorf Bescheid sagen musst und irgendwann konnten die ganzen ja selber. Naja, heute hat jeder selber Telefon. Ja, heute hat ja jeder sogar in der Hosentasche ein eigenes Telefon. das gab es ja damals noch gar nicht. Aber wie ist das für dich, wenn wir mal auf das Gesellschaftliche zurückgehen? Ist das, für mich ist es ja schon schlimm, manchmal zu sehen, also ich verbringe ja auch selber viel Zeit am Handy, ich finde es ja selber schon schlimm, dass man viel mehr unter sich ist. Und früher war die Gesellschaft wahrscheinlich mehr Gesellschaft, oder? Stelle ich mir vor. Man hat wahrscheinlich mehr Zeit miteinander verbracht. Ja. Als einzeln, und wie oder? Wie zum Beispiel abends haben die Leute alle, es gab ja keinen Fernseher. Ja. Heute ist sitzt jeder in der Wohnung, guckt Fernsehen. Früher haben die Leute bei dem Wetter nur draußen gesessen, vor der Haustür. Da hatte jeder vorm Haus eine Bank. Heute ist das alles anders. Oh, ich liebe das gerade in so einem Wetter, obwohl ich fahre immer am Strand, bei mir ist ja Strand um die Ecke. Aber findest du das, also kannst du schon sagen, so zum Beispiel Handys und die ganzen Medien und so, die haben auf jeden Fall dazu beigetragen, dass die Leute weniger Zeit miteinander verbringen. Viel, viel, viel geändert. Also ist ja eigentlich ein negativer doch. Impact. Die Zeit hat sich wirklich sehr geändert. Und die zweite Frage, hatte sie jemals ernsthafte Reuegefühle, bestimmte Ziele und Träume nicht erreicht oder gar nicht erst verfolgt zu haben? Hättest du irgendwelche Träume oder so gehabt und sagst, boah, das habe ich gar nicht geschafft, da habe ich mich gar nicht rangesetzt oder so? Hattest du irgendeinen Traum? Oder sagst du, du hast alles erreicht, was du wolltest? Ja, eigentlich. Ich meine, du hast jetzt echt ein stolzes Alter und du hast mir neulich noch gesagt, dass du einfach glücklich bist, weil die Familie glücklich ist. Genau, weil meine Familie auch nicht krank ist. Ja. Und darum bin ich auch ganz glücklich darüber. Ja. Das ist auch wirklich ein Glück einfach, ne, muss man sagen. Und um die Frage damit zu beantworten, ja, ob du ernsthaft Reuegefühle hast, anscheinend nicht, weil du ja jetzt im hohen Alter sagen kannst, du bist einfach glücklich. Das bin ich. Ja. Bin wirklich sehr glücklich. Das weiß ich, weil sie mir das gerade erst gesagt hat. Doch. Deswegen. Toll. Bin sehr glücklich. Daniel Thomas fragt, wie war es ein Mädchen im 20. Jahrhundert zu sein? Gut, 20. Jahrhundert, da war ich auch noch ein Junge. Aber er meint wahrscheinlich so Anfang des 20. Jahrhunderts.
Wie war es einfach, ein Mädchen zu sein da? Also im, wenn du das jetzt zum Beispiel mit deinen Urenkeln vergleichst, wenn die, wie die heute Mädchen sind. Ja, ja, oh, heute werden die ganz anders anerkannt, ja, finde ich, wie früher. Ja. Aber was heißt anerkannt, wenn Kinder, also hatten Kinder auch einen bestimmten Stellenwert in der Gesellschaft? Wenn du das jetzt nur nimmst, wenn heute einer in eine Lehre geht, was verdient der für Geld? Wie ich das erste Jahr in der Lehre war, habe ich 25 Deutsche Mark gekriegt. Ja, 25! Also, Deutsche Mark gab es da schon? Deutsche Mark? In der Lehre gab es Deutsche Mark? Ich darf gar nicht so genau sagen mehr. Egal. Man vergisst das auch. So, welche Länder wollten Sie oder haben Sie bereist? Oh, na ja, ich war in den Kriegsjahren, bin ich ein paar Mal in Berlin, sind wir von Hannover nach Berlin geflogen, weil wir nicht durch die DDR mit dem Auto konnten. Ach so, ja. Dann sind wir einfach bis Hannover gefahren und haben uns ins Flugzeug gesetzt und sind dann nach Berlin geflogen, ein paar Mal war ich. Ja, Berlin ist ja jetzt kein anderes Land, das ist ja trotzdem Nein, Deutschland. Aber nach Mallorca. Da war ich auch ein paar Mal. Malle, meine Oma war voll die Malle-Frau. Hast du Party gemacht, Ballermann 6 und so? Naja, doch, so gut sind wir auch. Ballermann 6 ist ja auch nur ein kleiner Punkt auf Mallorca. Nein, da sind wir gar nicht hingegangen. Das ist das einzige Land, was du bereist hast bei Mallorca? Ja, und dein Opa wollte nicht so gerne fliegen. Ja. Der hat gesagt, wo ich nicht mit meinem Auto hinkomme, bleibe ich weg. Ja, das muss auch merkwürdig sein. Ich meine, es muss ja schon merkwürdig sein, dass auf einmal auch Autos ohne Pferde fahren. Und wenn dann plötzlich heißt, der Mensch kann auch fliegen. Ja, aber anders in andere Länder bin ich nie geflogen. Ja, und? Hast du es bereut? Nein, es war sehr schön immer. Es gibt ja jetzt sogar... Nee, ich meine, hast du es bereut, dass du nicht woanders hinfliegen kannst? Ach so. Es gibt ja heutzutage Fernsehen, kannst du ja die Länder auch mal im Fernsehen sehen. Denn man musste ja auch das Geld dafür haben. Wenn man fliegt. Das muss man heute auch noch. Ja. Da hat sich nichts geändert. Mit welchem Lied verbinden Sie Ihre Jugend? Das wollte auch Lisanne Weber wissen. Wurde allgemein in der Familie zu Hause viel gesungen? Und gibt es ein Lied, womit du deine Jugend verbindest? Na, gesungen haben wir eigentlich gar nicht so. Nee? Denn so singen kann ich nur so ganz normal, also nicht richtig gut. Nee, das meine ich ja nicht. Aber damals haben ja die Leute noch nicht aus Show-Effekt gesungen, sondern... wir haben abends mit unseren Eltern oft so gespielt. Also weniger gesungen, sondern mehr Spiele gespielt. Ja, Spiele gespielt. Ja. Es gab kein Fernsehen, ja, man musste ja den Abend auch verbringen. Ne? Und ja, und deswegen haben wir die Frage, mit unseren Eltern so um den Tisch gesessen und dann gewürfelt. Also hast du kein Spiel, kein Lied, an das du denkst, was du früher viel gesungen hast? Also. Ich weiß noch, ich habe mal in einem Altersheim gesungen und mit meinem Quartett. Und da haben so toll konnte ich nicht singen. Da haben, darum geht's mir gar nicht. Aber ich weiß noch, da hatten wir ein Lied gesungen, das hieß Tiritomba. Und da haben die so eine Freude in den Augen gekriegt, weil sie das Lied wieder gehört haben und so. Ich kannte das ja gar nicht, ich habe das extra gelernt dafür. Und ich dachte, oh Gott, was ist denn das für ein Lied? Aber die haben sich so gefreut darüber. Kennst du das, Tiritomba? Ja. Zu sagen wieder, Tiritomba, Tiritomba, möchte ich dich wiedersehen oder so ähnlich ging das. Ja, aber, naja, wie gesagt, so. Das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich. Es gab wahrscheinlich Familien, wo viel gesungen wurde und hier nicht. Wir haben eigentlich in meiner Kindheit wir haben eine Orgel gehabt und da haben wir uns manchmal zusammengesetzt. Ja, siehst du, sowas hatten wir ja alles nicht. Naja, aber damals haben sich die Leute halt noch selber... Aha. Die habe ich gespielt, immer als Kind. Aha, da kommen wir ja doch noch hinter, siehst du. Mutter Monika gespielt. Und das mit Freude wahrscheinlich, sonst hättest du es nicht so gemacht. Ich konnte gut spielen. So. Aha. Habe ich heute noch da liegen. Ja, habe ich gesehen gestern. Vorgestern. Ach, du sag bloß. Ja, habe ich noch gedacht. Aber ich spiele heute nicht mehr. Aber Schwiegertochter, die. Hast du doch Musik gemacht. Und damals musste man sich wahrscheinlich noch Musikinstrumente selber bauen. Ja, was meine Emil in der Schule so gesungen hat, sowas. Okay.
Ja, so ist das heutzutage mit irgendwelchen Klassikern, die man gelesen haben muss. Die kennt man dann auch nur in der Schule. Faust oder so. Ja, ich glaube, die liest auch von sich aus kaum noch einer. Das spiele ich auch nicht mehr. So, Donat Laden David TV fragt, wann war sie das erste Mal im Theater Kino und wie war es damals dort? Ach, na ja, im Kino, da war ich eigentlich selten. Kannst du nicht mehr erinnern, wann das war? Nach Einbeck mit bekannten Cousinen meinetwegen gefahren. Gefahren auch? Na ja, weil ihr ein Auto hattet. Wir hatten ja schon ein Auto. Und wir konnten die Bahn dann mitnehmen. Die sind dann mit uns ins Theater oder so hingefahren. Das muss ja was richtig Besonderes sein. Das war sehr schön. Ich meine, es ist heute noch was Besonderes, aber damals... Damals war das was überhaupt Neues. Kino. Gab es überhaupt schon Ton im Kino in deiner Jugend? Oder war da so ein Stummfilm noch? Oder war das vor deiner Zeit mit Stummfilm sogar? Naja, als junges Mädchen war ich da eigentlich nie. Erst wie ich verheiratet war. War das auch in Deutschland so ein Ereignis oder hat man das nur am Rande mitbekommen, wäre damit ja auch beantwortet. Ne? Also es hat wohl jeder mitbekommen, dass es Theater und Kino gab. Ja, natürlich. Da muss man ja immer nach Einbeck nehmen. Hier eben Dorf war ja sowas alles nicht. Elijah Butterfly fragt, danke an deine Großmutter, es ist mir eine Ehre, sagt er erstmal. Oder Elijah wird ja ein Mann sein. Was haben Sie in Ihrer Kindheit gerne gespielt? Das haben wir ja schon quasi beantwortet, ne? So ein Würfelspiel. Ja, aber Mensch, ärgere dich nicht. Ach so, Mensch, ärgere dich nicht. Ja, das gibt es heute auch noch. Ja, das gibt es heute noch. Aber es gab kein Fernsehen. Was solltest du abends immer machen? Haben wir mit den Eltern, die haben dann mit uns gespielt. Glaub mir, es gibt auch heute noch Leute, die gerne Spiele spielen. Ich gehöre auch dazu. Ich treffe mich sogar mit Freunden, einfach um Spiele zu spielen, Brettspiele. Ja, ich dachte, heute macht das gar keiner mehr. Da kannst du mal sehen. Nein, das ist mir sogar wichtig und es macht mir auch richtig Spaß. Guck an. Dann gibt es das doch noch. Ja, ich habe Freunde, die haben einen extra Spieleraum, wo nur Brettspiele sind in dem Raum und ein Tisch. So, dann sucht man sich zusammen ein Brettspiel raus. Wir haben den eben einfach im Wohnzimmer gesessen. Ja, klar. Aber da ist auch kein Fernseher drin, wollte ich dir nur sagen. Also wir spielen auch gerne noch Spiele. So viel dazu. Gibt es einen besonderen Ort, an dem sie in ihrer Kindheit oder Jugend gerne war? Noch wie mit meiner Mutter spazieren gegangen, weil wir ja, guck mal, wir hatten ja noch kein Auto, wenn wir auf die Dörfer, wo mein Vater seine Schwester dann wohnte, da ging ich mit meiner Mutter dann nachmittags zu Fuß hin. Und besuchten die. Heute macht das kein Mensch mehr. Wie weit war das weg? Oh, meinetwegen jetzt nach Ewoldshausen zum Beispiel, da hat eine Schwester wohnen. Da mussten wir hier Richtung Alshausen oben über den Berg und gingen dann da. Okay, das macht wirklich kaum noch einer dann. Das macht kein Mensch mehr heute. Ja, ich kenne ein paar Leute, okay, zum Abholen vielleicht nicht, aber doch, also es gibt schon Leute, die wandern auch gerne. Das war, wie unser Junge schon geboren war, dass wir mit dem Kinderwagen noch nach Ewoldshausen gefahren sind, hier so über den Berg. Mit dem Kinderwagen sogar? Ja, wir mussten ja den Jungen dann mitnehmen, nicht? Kinderwagen über den Berg. Tja, naja, hier Berg hoch, da hinten wieder runter. Tja, und ich wette, die waren damals noch nicht so gesichert wie die heute. Und damals ging es auch. Ja. Die Kinder. Man musste eben mehr zu Fuß gehen früher, ne? So, Fuschi fragt, eine Frage, die meine Oma immer beantwortet hat, aber ich will mal sehen, ob sie das selber antwortet. Was sollte man immer zu Hause haben, beziehungsweise was braucht man zum Leben? Meine Oma sagte immer Öl und einen Sack Kartoffeln. Kartoffeln hatte man früher richtig viel im Keller. Okay. Nicht so wie heute, kauft man nur 5 Pfund. Nein, da hatte man richtig im Keller einen Raum gemacht, wo man richtig große Säcke ausgeschüttet hat fürs ganze Jahr. Das weiß ich sogar noch, hatten wir in meiner Kindheit auch. Ja? Ja, wir hatten unten im Vorratskeller hatten wir auch immer eine Ecke mit so einer Kartoffel. Große Kartoffelecke. Ja. Hatten wir bei mir auch noch. Tja, siehste? Heute hat das kein Mensch mehr so. Nee, aber die würden bei mir ja auch vergammeln. Ja, die setzen ja
kauft man nur 5 Pfund. Hat man früher mehr gegessen, Kartoffeln eigentlich? Warum? Naja. Warum haben die sich länger gehalten? Die haben sich ja auch nicht länger gehalten. Meine die wechseln immer Wurzeln. Das ganze Jahr, die haben ja, meine Eltern hatten ja früher Land gemietet und haben dann so die Hälfte Frucht gehabt und die andere Hälfte Kartoffeln. Die waren dann mit der Nachbarin und so ein paar Frauen, manches Mal mit 5 Frauen Kartoffeln gerodet. Aber das mussten die Frauen machen damals. Das haben die Frauen zum größten Teil alleine gemacht. Die Männer mussten ja arbeiten. Ja, die Frauen hatten ja den ganzen Tag Zeit. Ach so. Früher haben die Frauen nicht so gearbeitet wie heute. Ja. Heute arbeiten die jungen Frauen ja alle mit. Das gab es ja damals gar nicht. Das heißt, die haben das aber auch gemacht, nicht um Geld zu verdienen, sondern um Kartoffeln zu haben. Ja. Das heißt, es waren so Gemeinschaftsfelder quasi, die alle, die und ihr zusammengelegt haben. Und wie wir da oben gewohnt haben, da hatten wir ja dann auch immer ein paar Schweine. Meine Eltern haben ein paar Schweine gefüttert, die wir dann auch selber geschlachtet haben. Das heißt, es war früher wirklich mehr Gemeinschaftsleben mit Nachbarn und so, oder? So ist es. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mit den Nachbarn hast du auch abends, wenn Feierabend war, immer vorm Hause auf der Bank gesessen. Heute kannst du durchs Dorf gehen, du siehst keine Menschenseele. Ja, sind alle Familien eher für sich. Das ist interessant. Heute, früher saßen die Männer, die Menschen, nicht nur die Männer, auch die Frauen, alle draußen vor der Tür. So mal im Winter, wenn es kalt. Na gut, wenn man früher auch alles im Dorf gemeinschaftlich anpflanzen musste, heutzutage fährt ja jeder für sich und holt sich was aus dem Supermarkt. Ja. Aber ich stelle mir das schön vor, wenn man das so ein Gemeinschaftsprojekt hatte irgendwie. Weißt du? Ich meine, die Gemeinschaft war besser früher. Ja, das meine ich ja gerade. Das klingt für wie mich heute. Nämlich definitiv heute, auch so. Du kannst heute durchs Dorf gehen, du siehst gar keinen Menschen. Naja, also ich glaube schon, dass die Kinder noch viel draußen spielen, aber wahrscheinlich weniger als damals. Ne? Ich merke das ja, ich habe damals auch schon mehr gespielt als heutzutage die Kinder. Ja, aber wenn ich an meine Nichten waren denke, die Kinder auch mehr draußen wie heute. Aber ich an meine Nichten denken, die sind ja auch mehr draußen. Also sind ja auch viel draußen zumindest. Auch. Ja, ja. Vielleicht auch nochmal ein Unterschied heute zwischen Dorf und Stadt vielleicht. Aber okay, du hast das natürlich anders in Sicht. Ne? Wenn du sagst, früher, wie sah das aus? Früher war das ganze Dorf voller Menschen, oder wie? Ja. Okay, dann ist meine Dimension der Vorstellung nämlich ganz früher anders. Früher waren sie alle draußen. Aber das ist ja... Wow, ja, stimmt. Das bin selbst ich nicht mehr gewohnt, dass man so viele Menschen draußen sieht. Denn abends nach Feierabend hatte jeder eine Bank vor der Tür. Ja, ja. Und dann saßen sie alle draußen. Ja, krass. Ja, Gesellschaft abgenommen, heute, ne? Heute haben sie alle gar keine Bank mehr da. Das ist das Problem. Die Leute brauchen wieder Bänke vor die Türen. Dann ist das ganze Problem gelöst. Haben sie heute gar nicht mehr. Ja. Müssen wir Bänke besorgen. Dann hat sich das Problem vielleicht gelöst. Ja, naja, ich denke, das kommt aber durch dieses Fernsehen, was man hat. Weil dann jeder vom Fernsehen... Das glaube ich auch. Weil jeder vom Fernsehen sitzt. Und wie gesagt, auch die Handys, ne, natürlich. Weil jetzt jeder nicht mehr... Früher war es ja, bei mir war es ja so, da sagte man, früher hat wenigstens die ganze Familie zusammen vom Fernseher gesessen. Heutzutage sitzt ja jeder einzeln vor seinem Handy. Das ist... Ja... Das ist ja schon die Veränderung, die ich mitbekommen habe. So, Ektowolle fragt, wie ist sie früher in ihrer Jugend zur Arbeit gekommen? Mit dem Fahrrad. Ich habe in Salzerhellen gearbeitet. Mhm. Jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ein Fahrrad hattest du schon? Ein Fahrrad hatte ich. Wie ich 10 Jahre alt bin, habe ich das Fahrrad gekriegt. Eine Möglichkeit gab es ja damals nicht, ne? Nee. Aber ihr hattet ja schon Auto. Hätte dich ja dein Papa auch... Naja, damals, wie ich in der Lehre war, habe ich ja noch kein Auto, keinen Führerschein gehabt. Nee, du nicht, aber ich meine... Ich habe erst gemacht, wie ich dann verheiratet war. Und warum haben dich deine Eltern nicht zur Schule gebracht? Oder zur Arbeit? Achso, es ging ja um Arbeit, ging ja gar nicht um Schule. Ging ja um Arbeit, war das nicht so? Meine Eltern hatten auch kein Auto. Achso, ach, das war noch vor eurem Auto. Ja. Ah, okay. Auto hattet ihr erst später. Wie ich aus der Schule kam, hatte ich noch kein Auto. Nee, du nicht, aber ich dachte deine Eltern. Nee, meine Eltern, nein. Ihr wart ja diejenigen, die zuerst ein Auto hattet. Genau. Ja, bei deinen Eltern gab es ja wahrscheinlich auch noch gar nicht so Autos wirklich, ne? Nee, wie die so in dem Alter waren, da gab es das jetzt noch. Ja, stimmt. Nicht so.
Ich muss selber erstmal so die ganzen Seiten... Mein Vater hat tatsächlich, wie er 60 Jahre alt war, noch einen Führerschein gemacht und hat sich damals einen VW gekauft. Aha. Tatsächlich. Der hat wirklich also auch... Aber ich hatte immer das Gefühl, so ein richtiger Autofahrer ist es nicht geworden. Ja, es ist ja auch neu so, ne? Man muss ja erstmal, das war vielleicht das, was für dich so das Internet ist, war damals so das neumodische Kram, so, ja, weißt du? Das ist zu nehmen so. So, Hector Wolle schreibt weiter: Mein Opa, jetzt 91 Jahre, ist auf dem Land groß geworden und hat mir erzählt, da hatte noch nicht jeder ein Auto und Bus und Bahn war da auch noch nicht so gut vertreten, sodass sie viele Strecken mit dem Fahrrad gefahren sind. Sie sagen auch dasselbe. Ja, ist mein Fahrrad. Manchmal auch so 15 bis 30 Kilometer eine Strecke und abends nach getaner Arbeit genau das gleiche wieder zurück. Also genau dasselbe, was du auch erzählt hast. Ich bin jeden Abend von Salzenhellen von meiner Arbeit mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ja. Jeden Abend. Wir das Geschäft zugeschlossen haben, dann bin ich nach Hause gefahren. Also da ist man damals... Das war ein Kolonialwarengeschäft in Einbeck. In Salzenhellen. Ja. Bei Postulat habe ich gelernt. Ach, da hast du gelernt? Da bin ich dann 4 Jahre hingefahren mit dem Fahrrad. Aha. Hat man damals 4 Jahre gelernt? 3 Jahre musste man lernen. Ach so, und dann hast du noch ein Jahr sogar. Ja, naja, habe ich denn. Bin dann noch ein Jahr geblieben. Ach so, und dann bist du gleich zur Taxifahrerin? Und ja, tatsächlich. Ah. Wie kamst du da drauf, dass du gesagt hast, so, du arbeitest im Kolonialwarenladen und dann hast du jetzt aber Bock, Taxifahrerin zu werden? Wie kam es dazu? Ja, da waren wir inzwischen verheiratet. Hm? Und da habe ich den Taxifahrer gemacht, weil wir schon früh ein Auto hatten. Und mein war ja Chauffeur hier auf dem Zementwerk. Aha. Ach, und ihr musstet Taxi mit eurem eigenen Auto machen? Ja. Ah, ja. So habe ich noch gar nicht. Das stimmt. Heutzutage kriegst du ja dann Wir hatten uns ein eigenes Auto gekauft und ich fuhr Taxi, weil er wenn er abends nachher den Feierabend hatte, fuhr er auch. Er ist auch manchmal noch spät gefahren. Aber ich musste ja dann, wenn er arbeitete, musste ich ja fahren. Wusste ich noch gar nicht. Du hast selbstständig als Taxifahrer gearbeitet. Du hast gar nicht für ein Taxiunternehmen gearbeitet. Ich habe immer gedacht, du hast für ein Taxiunternehmen gearbeitet. Das war mein Unternehmen. Ach, das wusste ich noch gar nicht. Guck mal. Doch, das war mein. Gut, dass wir das hier mal machen. Ja, was war denn alles so gemacht? Ja. So, Civitan fragt: Mich interessiert ja immer, wie Leute Ereignisse erlebt haben, die später als sehr bedeutend angesehen werden. Daher meine Frage: Wie hat deine Oma denn den Aufstieg der Beatles erlebt? Ja, durch das Fernsehen, anders. Durch Fernsehen, ja, aber wie hast du das erlebt? War das was ganz Besonderes? War das für dich? Nee, für dich, du bist ja eigentlich die Generation, höre ich immer, die das so als Hottentottenmusik oder so abgetan hat, oder? Ja. War doch eher so. Dann hätte sich das angehört, aber manchmal auch nicht. Weil die Generation zwischen unserer, also die meines Vaters, die war das, glaube ich, eher so, die so Beatles begeistert war. Das so drin war, ne? Ja. Für dich war das so bestimmt, ach ja, diese Jugendlichen. Nicht so die richtige Musik. Denn ja. Ach, diese Jugendlichen hier mit ihrem... Das ist richtig. Hardcore-Beatles da. Ja, naja, das stimmt. Ne? War das wahrscheinlich so? Ja. Beantworte auch die Frage. Sollte ich vielleicht eher meinen Vater stellen, die Frage? Ja. So, Appetit fragt, oder Appetit, zu welcher Zeit warst du am glücklichsten? Kevken und die Jenny fragen, was war die beste Zeit für dich? Ja, ist also das Gleiche. Naja, ich verheiratet wann warst du am Glück? Deine Hochzeit? Ja. Kinder wahrscheinlich? Und das finde ich ja so geil, wie viele Kinder du erwachsen werden sehen hast. Guck mal, ne? Wie wir geheiratet haben, gab es ja noch keine Autos. Da hat man Motorrad, ich fuhr auch Motorrad. Führerschein für Motorrad einfach gemacht. Mag das denken, in deinem Alter, und hast du alles gefahren. Und da wurde Walter geboren. Ja. Und dann haben wir unsere Saatenwagen gekauft. Dann habe ich meine Mutter in den Saatenwagen gesetzt und den Jungen auf den Schoß und ich bin dann mit dem Motorrad gefahren. Das dürftest du heutzutage gar nicht mehr machen. Einen Jungen auf den Schoß nehmen. Ja, ist heute sowieso alles anders. Heute sowieso vieles mehr verboten, was man früher einfach gemacht hat. Na, früher brauchte man auch keinen Helm. Ich hätte mir einfach Mützen gestrickt. Tatsächlich. Oh, hat sich einen Helm gestrickt. Heute, ja.
Heute musst du einen Helm absetzen, brauchte man damals ja, nicht. Damals gab es ja, heutzutage sind die Menschen einfach empfindlicher, ne? Helm. Ja. Nee, nein, ich hatte einfach nur so ein paar blaue Wollmützen. Also es, wir dürfen ja auch nicht vergessen, damals fuhr alles auch noch langsamer als heute. Auch, ne? Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, das hat ja schon alles seine Berechtigung, warum man heutzutage so vorsichtig ich ist. Ich weiß noch, wie wir mal zusammen in Göttingen waren und da haben wir in so einem Geschäft angehalten und da sagte Willi, oh guck mal, hier steht ja schon ein Auto, das war ein Lloyd. Hm. Und da sagt er, wollen wir uns so eins auch mal kaufen? Ich sage, ja, das können wir machen, weil ich jetzt wieder schwanger war, Monika wurde geboren. Hm. Und da konnte man nicht mehr mit dem Motorrad fahren. Da haben wir gesagt, ja, jetzt brauchen wir ein Auto. Mhm. Da haben wir uns den Lloyd gekauft. Der war noch gar nicht so ganz aus Blech. Aber unser war seitlich war schon Blech. Mhm. Aber oben war das noch gar kein Blechauto. Okay. Das ganz komisches Auto war das. Also Stoff eher oder so. Ja, ich weiß nicht, wir haben mir besser auch Leukoplast. Leukoplast. Aber immer haben wir eine genannt. Womit wir unser Leukoplast, doch, das gab es damals schon, Leukoplast. Leukoplast-Bomber haben wir immer gesagt. Leukoplast machen wir heutzutage ja unsere Mikros bei fest. Naja, und weil wir denn mit vier Personen ja nicht mehr Motorrad fahren konnten. Ja. Da sind wir dann nach Göttingen gefahren, haben unser Motorrad da gelassen und sind mit dem Leukoplast-Bomber zurückgekommen. Leukoplast-Bomber. Also, aber um die Frage zu beantworten, am glücklichsten höre ich dabei raus, was du am Anfang gesagt hattest, Hochzeit und wenn jemand geboren ist. Ja, doch, da hat man sich sehr gefreut. Und vor allen Dingen, wie ich schwanger war, dann sagte dann dein Opa, oh, unser Kind heißt Monika. Hm. Gut. So, ich dachte. Unser Kind heißt Monika. Und die Hebamme, der habe ich denen erzählt, unser Kind muss Monika heißen. Gut. Und wie er denn geboren war, da sagt sie, euer Kind kann gar nicht Monika heißen. Oh, ich sage, warum nicht? Da sagt sie, dies ist ja ein Junge. Jetzt habe ich ihn. Ja, wusste ich nicht. Und jetzt war mein Bruder, der hieß Walter, der war gefallen im Krieg. Ja. Jetzt standen meine Eltern bei mir und bewunderten nun das Kind. Hm. Und da habe ich sie gefragt, weil es nun nicht Monika heißen konnte, darf dieser Junge jetzt Walter heißen? Ja. Weil mein Bruder gefallen war, der Walter hieß. Oh. Und da haben meine Eltern sich so darüber gefreut. Das hat unser Walter gemerkt, solange mein Vater gelebt hat. Das ist ja eine schöne Geschichte. Die Jenny fragt, was finden Sie beeindruckend und was erschreckend an der heutigen Zeit? Was bereuen Sie nicht getan zu haben? Das hatten wir ja schon, ne, die Frage. Ja. Aber was findest du beeindruckend an der heutigen Zeit? Gibt es auch irgendein Positive, was heute besser ist als früher? Heute ist eine ganz wunderschöne Welt. Eben besser wie früher. Ja. Auf jeden Fall. Okay, unterm Strich würdest du sagen, besser als... Und was findest du heute erschreckend an der heutigen Zeit? Gibt es da auch was? Okay, wenn du so lange überlegen musst, glaube ich... Könnte ich dir gar nicht sagen. Also, ich wüsste es gar nicht, was ich jetzt so sagen sollte. Ist auch mal selten, weil oft sagen ja, gerade ältere Menschen, früher war alles besser. Ach ja, früher war alles besser, das sagt man so hin. Mhm. Aber wenn du dann manches mal richtig drüber nachdenkst, ist es auch nicht viel was besser. Mhm. Ja, es ist tatsächlich so. Also ich kenne das ja von mir schon. Da sagt man auch, früher war alles besser. Man sagt, dass immer früher war es besser. Mhm. Aber... Du hast recht, weil man sich immer nur an die Sachen klammern, die heute nicht laufen, aber man vergisst ganz die Sachen, die heute laufen. Ja. Und dann zieht man sich immer das raus, was früher besser war. Und deswegen kommt es... Das ist so meine Theorie, die ich habe. Ich glaube, es ist...
Manches gar nicht. Kim Nele fragt, mich würde allgemein interessieren, welches Jahrzehnt sie so am besten fand. 60er, 70er, 80er, 90er oder heute? Also im Allgemeinen von der Kultur und Gesellschaft her. Gibt es ein Lieblingsjahrzehnt, was du hast? Oh, ne, das könnte ich auch nicht so sagen. Das ist so was Besonderes. Ja. Eigentlich hast du das ja mit vorhin schon beantwortet. Man sagt immer, früher war alles besser, aber du lebst immer so im Hier und Jetzt, ne? Ja. Und genießt das Jetzt, egal. Ich genieße das heute noch, was so ist. Ja. Was hält sie von der heutigen technischen Entwicklung? Schwachsinn oder beeindruckt, fragt sie hier. Naja, das ist heute natürlich schon besser wie früher. Hm. Na klar, was man alles schon erfunden hat. Ja, aber man darf ja nicht vergessen, das hast du ja quasi auch schon beantwortet, du meinst ja durch Fernsehen und durch diese ganzen Medien und so, ist die Gesellschaft nicht mehr so gesellschaftsfähig wie früher. Ja, das stimmt. Das hattest du ja vorhin auch schon beantwortet. Das könnte man ja hier auch damit beantworten. Das ist wirklich so. Erik Cartman fragt, wann waren die Menschen am freundlichsten, glücklichsten? Das kann man auch nicht beantworten, ne? Wenn man das so hört, was du vorhin gesagt hast. Ja, ja. Früher waren sie wahrscheinlich am freundlichsten, glücklichsten, weil sie miteinander mehr gesprochen haben, oder? Und heutzutage, weil sie ein glückliches Leben führen können. Obwohl, die wissen das ja gar nicht zu schätzen, teilweise, finde ich. Manchmal, was sie hier so man ohne... Man weiß es manchmal gar nicht, wie es so ist. Wie gut man es hat, so ohne Krieg und sowas. Das ist klar. Aber... Das ist das Schlimmste, was es gibt, der Krieg. Hm. Glaubst du das? Da reden wir, das sehen wir nochmal auf. Da reden wir gleich nochmal drüber. Schlimmste, was es gibt. Da kommen wir gleich noch zu. Was war früher wirklich besser? Fragt er auch. Hast du ja auch schon gesagt. Sagt man so dahin. Kathi Huhn fragt, wie hat sie Opa Gnieche kennengelernt? Wie sah Dating damals aus? Weißt du, was Dating heißt? Dating ist, dass man heutzutage... sagt oder sich trifft, oder heutzutage trifft man sich vielleicht sogar im Internet und sagt, oh, dich würde ich gerne kennenlernen, lass uns mal daten, also lass uns mal verabreden, aber schon mit dem Gefühl, dass man vielleicht ja zusammenkommen könnte. Aber das war damals ja bestimmt ein bisschen anders, oder? Ich glaube, damals war das mehr durch Zufall geprägt, oder? Ja. Dass man sich kennenlernt. Ja, wie hast du einen Opa kennengelernt? Mein Mann? Ja. Mit dem bin ich schon zur Schule gegangen. So war das damals nämlich. Das sind noch Beziehungen. Aber wir haben uns die ganzen Jahre praktisch gar nicht... Erst wie er aus dem Krieg kam, da sind wir erst dann so ein bisschen zusammen. Da habe ich mich so gefreut, da war er bei seiner Oma und Opa. Hm. Und ich war bei Tante Ida und da sagt die, Willi ist heute nach Hause gekommen. Hm. Och, ich sage, den möchte ich aber jetzt mal sehen. Hm. Und seitdem bin ich mit dem zusammengekommen. So sah das nämlich damals aus. Also es gab noch kein Dating, dass man bestimmt sich Leute trifft und so. Also nicht zumindest in der Form, definitiv nicht. Ja. Aber ich glaube, früher hat man sich mehr einfach schon gekannt und ist dann da zusammengekommen. Da kannte man sich, weil wir ja früher zusammen zur Schule gingen. Und da habe ich mich so gefreut, dass der aus dem Krieg wieder zurückgekommen war. Und da habe ich gesagt, oh, den will ich aber mal begrüßen. Und ich vermute, dass das nämlich das Geheimnis ist, warum heutzutage so viele Beziehungen auch gar nicht so halten oder so kurzlebig halten. Also weil für viele lernen sich nämlich jetzt erst richtig kennen, wenn sie zusammenkommen. Aber ich glaube, früher hat man sich mehr schon vorher gekannt und ist dann zusammengekommen. Und ich glaube, das ist gut. Also ganz, ich habe die Vermutung, sagen, dass das nämlich das Gute ist. Hilft, dass man schon zusammen zur Schule gegangen war. Ja, also ich kann mir das so gut vorstellen. Weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben hier. Planitzerin fragt, mich würde mal interessieren, ob sie als Kind mal etwas gemacht hat, was ihr hinterher Ärger eingebracht hat oder zumindest unangenehm war, aber nach heutigem Stand gar nicht so schlimm wäre. Also irgendwas, was früher echt schlimm war, aber heutzutage... Ach, ja, ich wüsste gar nicht, dass man was Schlimmes gemacht hätte. Aha, da geht's ja schon mal los. Ich wüsste gar nicht, dass ich irgendwas falsch gemacht hätte früher. Toll. Nicht mal. Naja, sie meint so zum Beispiel, dass es ein Vergehen war vielleicht. Hattest du mir nicht neulich irgendeine Geschichte erzählt? Mit Brot? Nee, oder habe ich das hier gelesen? Ach, das kommt hier, pass auf, schreibt sie. Ah, genau, wollte ich gerade sagen, irgendwo habe ich das gelesen.
Sie hat auch ein Beispiel nämlich geschrieben. Meine Oma hat zum Beispiel von dem eingeteilten Brot mal heimlich eine Scheibe stibitzt, sodass ihre Mutter dafür eine Scheibe weniger bekam. Da Lebensmittel rationiert waren, war ihr das hinterher auch peinlich. Würde das heute jemand machen, würde wahrscheinlich keiner was dagegen sagen. So, da hatte ich das mit dem Brot. Ja, so. So was hast du nicht gemacht, ne? Nö, das habe ich eigentlich nicht. Wahrscheinlich auch von Familie zu Familie unterschiedlich. Ja. Wie war das bei euch, wenn es hier so ein Laib Brot gab? Wurde das dann geteilt? Oder konnte sich da jeder nehmen, wann er wollte? Eben. Ja? Also da, auch mit den Eltern und so, ich hatte ja nur den einen Bruder. Wir sind immer satt geworden. Also es ist schön zu hören. So viel, dass... Schön zu hören, dass es auch sowas gab. Ne? Also da kann man mal sehen, dass man das gar nicht so alles auch nicht verallgemeinern darf, auch nicht in dieser alten Zeit, sondern dass da auch so und so war. Ne? Ja, auch wahrscheinlich. Doch, das war eigentlich ganz in Ordnung. Naja, ihr hattet ja dann sowieso eigentlich ganz gute... Zur Schule ging es uns wirklich gut. Ja, also ihr hattet ja dann wirklich eigentlich gute Lebensverhältnisse auch, wenn ihr auch das erste Auto hattet und so. Ja, ja, doch. Also, auch da gab es wahrscheinlich solche und solche dann, ne? Ja, auf dem Dorf war das alles ein bisschen. So, Finn Hess fragt, wie war es so als Frau damals? Das hatten wir auch schon geklärt, ne? Dass Frauen früher weniger zu melden hatten. Früher haben die Männer das Sagen gehabt. Aber das ist heute auch nicht mehr. Heute lässt sich keine Frau mehr so unterkriegen. Ja, jein. Also. Nee, das lässt sich heute keine Frau mehr bieten. Nicht mehr so wie früher. Nee. Aber wir sind dann noch auf dem Weg, Oma. Es ist trotzdem noch eine Männerwelt heutzutage. So ganz ist das noch nicht. Aber ja, im Gegensatz zu früher ist es natürlich... Männer verdienen, wenn sie an gleicher Stelle arbeiten, immer mehr Geld wie die Frauen. Genau. Das ist komisch. Das finde ich auch nicht Also gut. So ganz sind wir das noch nicht los. Ja. Aber es ist natürlich kein Vergleich. Wir sind schon ein ganzes Stück weiter, sagen wir mal so. Ne? Ja, das könnte man sagen. So, mich würde interessieren, wie deine, schreibt Julika 7, mich würde interessieren, wie deine Oma zur digitalen Welt steht. Hatten wir eigentlich auch schon, ne? Versteht sie soziale Netzwerke, Accounts, Hashtag, Memes? Nein, das versteht sie tatsächlich nicht. Das kann ich beantworten, weil da hat sie auch überhaupt gar kein Interesse dran. Ach, ja, oder? Was ein Hashtag ist. Also das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ich glaube, das könnte ich dir auch gar nicht erklären, weil da müsste ich wieder mit anderen Begriffen und ich glaube, da würdest du auch am Anfang schon aufhören zuzuhören, weil es dich einfach gar nicht interessiert. Ja, so ist es. Das ist tatsächlich so. Warum auch? Aber ich muss sagen, im Gegensatz zu anderen in ihrem Alter versteht sie schon sehr viel noch und hat auch noch ein größeres Interesse. Ja, also, ja, noch weiß ich ja auch, was los ist in der Welt. Denn viele in meinem Alter, die können sich ja gar nicht mehr unterhalten. Ja, ja, das meine ich ja. Auch hier bei uns hier im Dorfe. Ich bin die älteste Frau hier im Dorf. Ein Mann. Der ist 4 Wochen älter. 4 Wochen, auch gut. Ein Mann. Ja, also du kannst... Aber als Frau bin ich die Älteste. Du kannst wirklich, wirklich von Glück reden, dass du... Doch, also so, ich bin auch ganz glücklich so eine drüber. Fitte Oma noch wirklich. Bist. Wirklich. Ich bin... Wäre ich auch. Ich weiß noch auch. Von allen Bescheid und was los ist in der Welt. Ich kann mich eigentlich gar nicht beklagen. Also ich wünsche mir das für mich auch, dass ich... Aber ich gehe auch nach deinem Zweig. Da habe ich ja ganz gute Chancen. Ja, du hast ja jetzt natürlich auch deine Mutter überholt, die ja kurz vorm 96. gestorben ist. Ja, die ist 26 Tage vor. Ja, vor ihrem 96. Die hast du jetzt schon überholt. So. Die habe ich schon überholt. Ja. Also gute Gene, habe ich ja vielleicht und Glück. Meine Oma ist auch 92 Aha. Jahre alt geworden. Guck mal, jeder meine überholt... Oma. Jeder überholt seine Mutter. Ja, so ungefähr so, kann man es nennen. Da habe ich ja echt gute Chancen dann. Ja. Ja. Auch mal gucken, muss ich auch. Aber vielleicht sollte ich dir dann mal ein Beispiel dran nehmen und auch mal mit dem Fahrrad einige Strecken fahren. Vielleicht bleibe ich dann auch fitter. Es ist so. Ja, heute fahre ich kein Fahrrad mehr. So, sie schreibt ja noch, die Entwicklung geht ja rasant seit dem Teletext und ich erwische mich manchmal selbst dabei, wie ich denke, ach, sowas macht die Jugend jetzt also und ich bin erst 30. Ich habe das auch schon bei ganz vielen Sachen.
wo ich schon nicht mehr hinterherkomme. Ne? Ja, na ja. Also ich kenne das ja auch schon. Und dann kann man sich ja nur erahnen, wie das dann in deinem Alter ist. Und vor allem die Entwicklung, die ging ja in den letzten Jahren noch viel, viel schneller voran als früher. Also in meiner Jugend ging die Entwicklung ja schneller voran als in deiner Jugend. Ja, ne? Das stimmt. Der höre ich zumindest immer. Ja, kann ich natürlich das ist tatsächlich selber so. Selber nicht. So, dann kommen wir jetzt zu dem ernsteren Thema. Und zwar kommen wir jetzt zu den Kriegszeiten in Deutschland. Das war die schlimmste Zeit, die es gab. Der Krieg. Ja. Darum, ich habe richtig ein bisschen Angst. Jetzt. Für den jetzigen Krieg. Hoffentlich. Ja, wenn man das alles selber erlebt hat, ist das auch nochmal. Ja. Ich meine, das ist für jeden für natürlich. Den Krieg, ich Krieg ist natürlich Angst. Immer schlimm, es gibt keine Gewinner. Denn sonst bin ich so, war nicht so ein ängstlicher Mensch. Aber für den Krieg habe ich Angst, muss ich sagen. Das, wenn ich das heute so das habe ich natürlich auch. Aber es ist, glaube ich, echt was anderes, wenn man das selber schon mal mit eigenen Augen gesehen hat. Ja. Fangen wir aber mal an mit der Zeit vor dem Krieg. Daniel Thomas fragt, wie war die Zeit, bevor Deutschland in den Faschismus abrutschte? Wie war die Zeit davor? Naja, das war schöner. Ja, kann man so zusammenfassen. Ja. Es war einfach schöner. Ja. Einfach schöner. So, und wie war die Zeit, als Deutschland Krieg gegen andere Länder geführt hat plötzlich? Wie war das für dich? Ach, als du das erfahren hast? Du hast es ja bestimmt nicht aus dem Fernsehen erfahren, oder? Ja, natürlich. Gab es da schon Fernsehen? Nee, du hast das nicht aus dem Fernsehen gemacht. Nein, natürlich. Fernsehen haben wir erst so lange war hier, jetzt in diesem Haus. Wie hat sich das rumgesprochen? Wahrscheinlich durch Mundpropaganda, durch Nachbarn? Wie kam es durch? Zeitung wahrscheinlich, oder? Gab es Zeitungen? Zeitungen gab es schon. Wie waren das damals? Es hieß plötzlich, wir führen jetzt... Haben wir denn alles in der Zeitung vielleicht gelesen? Führen jetzt Krieg gegen andere Länder, hieß es plötzlich. Ja. Was war denn da für dich? Hast du das da überhaupt schon kapiert, was das heißt? Auch Radio hatten wir ja. Ah, okay, Radio hatten wir ja schon. Da konnten wir es hören. Stimmt, hast du ja immer gesagt. Und jetzt kann man das, was man im Radio hört, auch sehen. Eben. Als es dann die Fernseher gab. Ja, das stimmt. Aber wie war das für dich, als es plötzlich hieß, Deutschland führt Krieg gegen andere Länder? Wie war dieser Moment für dich? Weißt du das furchtbar. Nein, das war kein schöner. Das musst du auch völlig... Aber das muss man auch erstmal kapieren, oder? Na, das war für mich nicht gut. Nee, das glaube ich. Aber was hast du da gemacht? Hast du... Naja, machen konnte ich nichts dagegen. Aber man macht sich denn so Gedanken. Ja. Habt ihr sofort überlegt, scheiße, müssen wir hier raus, müssen wir abhauen? Oder wie war das? Ich weiß es nicht. Ich habe noch gedacht, wir haben ja wirklich einen Bunker als Keller gebaut. Ja. Da habe ich gedacht, wenn der Krieg hierher kommt jetzt, dann müssen wir auch noch in den Keller. Aber wollen wir lieber gar nicht. Das bringt uns zu einer Frage von Donat Laden David TV. Wo war sie, beziehungsweise was hat sie während des Zweiten Weltkrieges gemacht? Ich habe ja in Salzhelden gearbeitet. Ja. Ich bin ja 1940 aus der Schule gekommen. Ja. Und bin dann nach Salzhelden mit dem Fahrrad und habe da 3 Jahre gelernt. Ja, das war während des Zweiten Weltkrieges. Ja. Und ja, gut, 1940, ja. Und da konntest du trotzdem beruhigt zur Arbeit. Wie war das? Konnte man das überhaupt glauben, dass Krieg war? Weil du hast das ja anscheinend dann hier gar nicht so mitgekriegt. Nein, hat man auch nicht. Ja. Man hat gar nicht alles so genau immer mitgekriegt, was war in der Welt. Das heißt, du hörtest nur, dass Krieg war, aber hattest das Glück, dass du fernab des Krieges gewohnt hast. Ich bin mit dem Fahrrad nach Salzhelden gefahren. 4 Jahre lang. Und das bedeutet, du hast von dem Krieg selbst gar nicht viel mitgekriegt. Vorher, ne? Das heißt, du hast nur mitgekriegt, weil halt dein Bruder an die Front musste. Ja, und mein Bruder hat die ganzen Jahre auf der Schreibstube gesessen. Und die letzten Vierteljahr mussten sie raus, da kamen da lauter Frauen ins Büro und dann ist er noch am 20. Februar 1945 gefallen. Ich habe das ja noch nicht wie der Krieg praktisch zu Ende war. Ach so. Im Mai war der Krieg zu Ende. Ach, und am 20. Februar. Oh nein.
Ja, weil die Frauen ins Büro kamen. Mein Bruder ist in Einbeck zur Schule gegangen. Moment, kannst du mir mal ganz kurz erklären, was genau ist eine Schreibstube? Im Krieg. Ja, was ist da eine Schreibstube? Wo die Männer im Zimmer saßen. Im Krieg saßen die im Zimmer? Ja. Und haben... Und die anderen waren draußen an der Front. Ja, aber warte mal. Er war ja immer als... Hat er die Nachrichten geschrieben oder was ist eine Schreibstube? Ich weiß gar nicht, was die da denn gemacht haben. Ne, warum heißt das Schreibstube? Ja, haben die da Nachrichten geschrieben oder haben die das zusammengefasst, was im Krieg... Was die da gearbeitet haben, so, kann ich dir gar nicht sagen. Habe okay. Ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, aber warum heißt das Schreibstube? Eben, weil die Männer da gearbeitet haben. Okay. In der Schreibstube. Und das waren nur Männer, die auch jetzt meinetwegen... Mein Bruder ging nicht im Vogelbeck zur Schule. Die letzten Jahre, sondern nach Einbeck. Und heute braucht man ja die Schule in Einbeck gar nicht mehr bezahlen. Aber zu unserer Zeit, da hat mein Vater gesagt, der Junge muss nach Einbeck zur Schule, weil er eine Familie ernähren muss. Das Mädchen kann im Vogelbeck zur Schule weitergehen, die braucht nicht nach Einbeck. Oh Gott. Denn die heiratet ja einer, wo denn ein Mann ist. So hat mein Vater immer gesagt. Denn ein Mann muss gescheiter sein wie eine Frau, hat er immer gesagt. Okay. Ja, so waren die Zeiten damals. Ja. So hat man wirklich gedacht. Ja. Ich will mal ganz kurz, jetzt zeige ich dir mal, was googeln ist nämlich. Jetzt kann man nämlich das Internet fragen. Naja, das kann ich nicht. Das mache ich jetzt aber für uns. Was war eine Schreibstube? So, und dann sagt uns das Internet, nämlich was eine Schreibstube war. Schreibstube steht für das Geschäftszimmer beim Militär, ein Kontor im Handelswesen, eine Amtsstube in der Verwaltung oder im Stabsdienst. Aha, guck mal, so funktioniert das heute. Das ist das Geschäftszimmer beim Militär. Guck mal. Ich konnte mir nämlich unter dem Begriff Schreibstube jetzt gar nicht... Ich dachte, da sitzen die jetzt und schreiben die Nachrichten, was so an der Front passiert oder so. Und so, und dann musste dein Bruder dann an die Front, oder? Ja, kurz weil vor da Ende. Lauter Frauen reinkamen im letzten Vierteljahr, wie der Krieg zu Ende wurde. Ja. Da kamen dann lauter Frauen hin, die Männer mussten alle raus. Und mein Bruder ist dann am 20. Februar 45 noch. Achso, die Frauen mussten die Männer ersetzen, weil die Männer an die Front mussten, weil da wahrscheinlich immer weniger waren. Ja. Oh Gott, wie schrecklich. Der ist in der Slowakei gestorben. Oh Mann. Gefallen. Boah, und das war kurz vorm Ende, da das ist natürlich... Friedhof haben sie uns sogar geschrieben, welche Reihe, welches Grab und so weiter, wo er beerdigt ist. Haben meine Eltern damals richtig Bescheid gekriegt. Hätten sie noch ein paar Monate warten können mit neuen Leuten an die Front. Ja, wahrscheinlich war gerade gegen Ende, war da ja, richtig weil Not der am Krieg mein, dann auch ja, so einen Höhepunkt bekam. Auch wahrscheinlich, ne? Das passt nämlich zur nächsten Frage von Donat Laden David TV. Wie hat sie das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt? Wie war das für dich, als er zu Ende war? Wahrscheinlich auch durch Zeitungen und durch Radio. Oder war das überhaupt so, dass man gesagt hat, so, der Krieg ist jetzt zu Ende? Ja. Man hatte ja kein Fernsehen, aber Rundfunk, ne? Ja. Also ich hatte, er steht draußen jetzt in der Ecke, den Radio. Hast du noch aufgehoben? Steht da noch. Okay, alles klar. Aber ich brauche das alles heute gar nicht mehr. Ja, aber wie war denn dieses Gefühl, wir hatten ja vorhin schon über das Gefühl gesprochen, als es hieß, es ist Krieg, wie war denn für dich das Gefühl, als sie gesagt haben, der Krieg ist vorbei? Na ja, da bist du glücklich gewesen. Ja. Hat man das wirklich geglaubt in dem Moment? Hat man wirklich gedacht? Oder hat man gedacht, naja, ich habe es eigentlich geglaubt. Ja, ich glaube auch, dann ist man so happy. Froh, wenn man das denn hört, ne? Ja. Dass der Krieg dann auch zu Ende ist. Das glaube ich.
Sebastian Ulbricht fragt, gibt es eine Erinnerung aus der Zeit, die besonders hervorsticht, beispielsweise bei meiner Oma die Bombardierung Dresdens? Gibt es bei dir irgendwas? Ja, Dresden, das hat man denn durch das Radio gehört. Hm. Denn sehen konnte ich es ja nicht. Das ist ja heute erst, wurde das im Fernsehen siehst. Ja. Hast du ja nur durchs Radio gehört. Hast du ja dann auch in Erinnerung geblieben, wie bei seinem... Ja, naja, man kannte die... Seiner Oma? Städte kannte man nur so... Ach so, vom Hörensagen, aus ne? Aus der Schule praktisch. Ja. Man wusste, wo es ist und so. Aber weil man eben die Städte ja gar nicht kannte. Ja, stimmt. Man kannte eigentlich sein eigenes Land früher noch gar nicht so, ne? Nö, man hat das ja gar nicht so kennengelernt. Aha. Denn als Kind bin ich ja nirgends hingekommen. Also das weiß ich zu schätzen, dass ich jetzt so Tour-Musicals spiele und rumtoure überall in ganz Deutschland. Ja. Man lernt so sein Land kennen und die ganzen Städte und so. Mhm. Das weiß ich aber auch richtig zu schätzen, gerade wenn ich höre, dass das damals ja eigentlich schier unmöglich war. Ja, nö, das weiß ich das nochmal umso mehr zu schätzen tatsächlich. Damals. Und das macht mich dann wieder glücklich. Ja. Und wie sieht es von der Geschwister-Verwandten-Seite aus? Hat sie welche verloren? Haben wir schon beantwortet. Falls ja, weiß sie wo, wie, haben wir auch beantwortet. Hat sie Briefe von der Front erhalten? Hat dein Bruder Briefe geschrieben von der Front? Ja, das hat er. Hm. Doch, der hat uns immer geschrieben. Interessant, ne, dass das ankam. Aber, naja, war lange unterwegs auch. Ja, das glaube ich. So, Alper Tourfahren fragt, wie viele Menschen haben nach dem Zweiten Weltkrieg dem Dritten Reich hinterher getrauert? Hast du da auch was von mitbekommen? Naja, der eine oder andere vielleicht, aber nicht alle. Hm. Wer es nicht betroffen hat, der hat sich keine Gedanken gemacht, ne? Achso, ja, aber haben die dann auch hinterher... Also das ist aber auch interessant, ne? Wenn es keine eigenen Leute betroffen hat, tja, dann, war alles wie vorher. So, weil man das ja hier auch gar nicht so mitbekommen hat. So ist es. Ja, das ist auch... Das hat sich ja heutzutage nicht geändert, muss ich ja sagen, ne? Ja, ja, ja. Dass Menschen erst... Was, also ich drehe das jetzt so überzogen, verallgemeinernd, aber es ist tatsächlich bei sehr vielen Menschen so, dass die erst reagieren, wenn es sie selbst betrifft tatsächlich. Ja, ja. Und das heißt, die haben weder hinterher getrauert, noch dass sie nicht hinterher getrauert haben, sondern es war alles noch normal. Ja, es gibt für Eltern nichts Schlimmeres, als ein Kind zu beerdigen. Na, das glaube ich. Das Schlimmste gibt es gar nicht als Eltern. Darum für meine Eltern ganz schlimm. Das glaube ich. Und Alper fragt noch, also wie viele Menschen waren noch der Nazi-Ideologie verfallen? Kanntest du welche, die einfach stolz waren auf das Deutsche Reich? Und oh, Ideen? Ja. Oh ja, was meinst du, wenn wir wie Hitler am Gange war, wenn wir gewählt haben, konnte man nicht in die Kabinen. Das machte man gleich so in der Öffentlichkeit. So. Wählte jeder gleich. Und wenn du nicht das Richtige gewählt hast, hat auch noch einer drauf geguckt? Die da saßen, die haben doch das alle gesehen. Da gab es keine Kabinen, so wie heute. Ja. Wenn du wählen musst, musst du in die Kabine. Heute macht man das nicht mehr. Früher wählte jeder gleich so Adolf Hitler. Und die mussten Adolf Hitler wählen? Ja. Oder gab es da wenigstens noch andere? Ja, es gab noch andere, aber die hat doch dann keiner mehr gewählt. Wer hat sich denn das getraut? Ja. Schrecklich. Wenn da jetzt welche sitzen und ich komme jetzt und wähle und ich wähle hier, dann sehen die doch alle, was ich mache. Krass. Dann kann ich doch gar keinen anderen wählen. Ja. Und hast du mitbekommen, dass das vielleicht mal wer sich getraut hat? Hast du auch nicht mitbekommen, ne? Das würde mich mal interessieren, ob das wirklich irgendwer gemacht hat. Hat mir ja anders gewählt. Das glaube ich gar nicht. Das glaube ich gar nicht. Heftig. Das kann man doch gar nicht. Wenn ich das so höre, ich kann das nicht verstehen, weil ja. Ich würde da hingehen und dann gerade erst recht jemand anderen wählen, so weißt du? Also wenn ich jetzt so... ich glaube, das hat sich kein Mensch getraut. Ja. Aber da kann man mal sehen, wie damals auch die Zeiten waren, wie auch mit der Psyche der Menschen gespielt wurde. Mhm. Ne? Also es wurde schon richtig, als wenn das hieß,
Du hast nichts anderes. Gut, okay, das sind ja die Menschen, die sich nicht getraut haben. Aber was ist denn mit den Menschen, die so richtig dahinter standen, hinter Hitler und so? Da kennst du doch bestimmt auch welche, oder? Oh ja, du, die in Vogelbeck waren viele, die... Gut, nicht nur hier in Vogelbeck, wahrscheinlich auch in jedem anderen Dorf hier. Wollen wir nur mal klar sehen. Naja, die anderen Dörfer hat man gar nicht so gekannt. Du hast ja nicht so mitbekommen. Ja, ich wollte nur... So wie heute lernst du die auf den Nachbardörfern. Ja. Das hat man früher gar nicht so. Ja. Hat man die Leute. Ich wollte nur nicht, dass es so rüberkommt, dass jetzt nur Vogelbeck so schlimm war und so. Das ist natürlich nicht so. Ja, ich weiß ja nur, was in Vogelbeck war. Ja, ja, aber. Also in den Nachbardörfern war. Aber. Aber die standen so richtig dahinter auch. Tatsächlich. Und die, ja, dem wurde wahrscheinlich auch irgendwas erzählt. Und ihr, was hat euch denn so anders gemacht? Warum habt ihr denn. Habt ihr denn nicht auch, hat man euch das nicht auch eingeredet damals? Das kann ich ist das schon verdrängt, wa? Ja, Mensch, als Kind war es gar nicht mehr so richtig, wie das alles so zustande kam. Weil, ich weiß nicht, warst du denn da, dachtest du denn auch, der Mensch, der bringt unser Land was Gutes? Oder? Naja, da war ich noch viel zu jung. Warst du noch zu jung für, ne? Ja. Denn ich bin ja 40 erst aus der Schule gekommen. Ja. Und wenn du noch zur Schule gehst, dann kümmerst du dich um sowas noch. Ach so, erzählt euch wahrscheinlich auch keiner was darüber. Aber es mussten ja, es gab ja zum Beispiel die Hitlerjugend oder so. Ja. Ja zum Beispiel. Da waren wir alle drin. Ja. Ach, da warst du auch drin. Da waren wir schon drin. Okay. Und wurde da einem nicht so eingetrichtert, dass der Führer der Retter ist oder irgendwie sowas? In der Schulzeit? Ja, da wurde... Zu lange her, ne? Weiß ich gar nicht mehr so. Also ich bin ja froh, dass das nicht so bei dir hängen geblieben ist, dass du dich daran nicht mehr so erinnern kannst. So, dazu hat noch Eric Cartman geschrieben, wussten die normalen Bürger von den schrecklichen Taten in den Konzentrationslagern, beziehungsweise wie haben sie das später erfahren? Also ich jetzt auch gar nicht mehr so richtig. Und wenn ich das heute höre von der, wie heißen die Partei? Das sind doch manchmal im Fernsehen, denn. Ja. Dann denke ich, ob das nicht Nazis sind? Ja, es gibt viele heute noch, die gar nicht damals gelebt haben, aber das so zurückhaben wollen. Ich denke es. Ja, was sagst du denn das, da? Wenn du so heutzutage im Fernsehen Menschen siehst, die sagen, wir wollen jemanden wie Hitler zurück. Nein, das würde ich sagen, ist nicht gut. Ja, das würde ich auch sagen. Aber das Ding ist ja, die haben ja damals gar nicht gelebt. Die wissen ja gar nicht, wie es war und wollen das trotzdem. Die wissen ja gar nicht, wie sie... Und da mache ich mir heute mal Gedanken. Eine Sängerin hat übrigens gesungen in einem Lied, nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Damit ist gemeint... die wissen gar nicht, was sie wählen und dann hinterher, was sie sich da gewählt haben und hinterher, also dass sie zu doof sind, das vorher zu merken, das ist, dass sie ihre Schlechter, ihre Schlachter wählen. Na, das ist nicht gut. Nee, das macht mir auch Sorgen, ehrlich gesagt. Mhm. Das macht mir tatsächlich auch Sorgen in unserem Land. Möchte ich auch sagen. Und ich möchte auch nicht so jemanden wie Hitler gerne hier zurückhaben. Nee. Das... Ja. Nee, das möchte ich auch nicht. Aber es gibt Menschen heute, die das die gerne so möchten. Denke. Ja. Schrecklich, ne? Darum man sowas denke ich mal an diese Partei. Ja, aber ich kann voller Stolz behaupten, in Schleswig-Holstein zum Beispiel sind sie wieder aus dem rausgewählt. Tatsächlich? Ja. Oh! Haben tatsächlich verloren. Aha. Wieder an Stimmen. Aber, mal gucken. Im Osten ist es sehr verbreitet, dass sie gewählt werden. Wir wollen mal alle hoffen, dass sowas wie damals nicht nochmal passiert in diesem Lande. So ist es, dass wir sowas nicht nochmal kriegen. Ja. Denn das wäre schlimm. So, dann ist hier noch die Frage, wie war es, den Umschwung von der NS-Diktatur zur Demokratie zu erleben? Wie war denn das für dich, als es plötzlich hieß, ja, jeder im Volk darf mitbestimmen oder wir wählen jemanden, der dann für uns abstimmt und so. Wie die Wahlen gewesen sind, da war ich ja noch zu jung. Da brauchte ich noch gar nicht wählen. Ach so, damals. Auch als der Krieg endete, stimmt, da warst du ja
Stimmt, bin wahrscheinlich. Ich ja erst aus der Schule gekommen. Ja, früher war das ja auch so, da durfte man wahrscheinlich erst ab 21. Eltern wählen, aber ich doch nicht. Aber wahrscheinlich auch erst ab 21 damals, ne? War man ja volljährig. Ab 21 ja, ja. Erst. Deswegen, heutzutage darfst du ja auch schon ab 18 schon. Ja. Aber na, früher musste man 21 Jahre alt werden. Ja. Naja, gut. Okay, dann ist die Frage auch beantwortet. Dann kennst du ja quasi auch nur so bewusst, seit du erwachsen bist, die Demokratie. Nö, so richtig. Aber deine Mutter hat dir jemals was erzählt, so was das, wie das für sie war, plötzlich, dass es keine Diktatur mehr ist, sondern Demokratie. Hat sie das überhaupt wahrgenommen als Diktatur? Weißt du das? Hat sie da mal irgendwas erzählt? Naja, mit mir eigentlich gar nicht. Die haben sich denn nicht, wenn wir Kinder da nicht waren, vielleicht unterhalten. Ne? Ja, damals, da kommen wir wieder zum Punkt, den wir nämlich am Anfang hatten. Damals hat man einfach noch nicht so viel über solche Dinge mit seinen Kindern geredet. Nein, mit den Kindern schon gar nicht, wie heute. Ja. Heute wissen die kleinen Kinder schon Bescheid. Ja. Wir nicht, wie wir solche kleine Kinder waren. Ich muss immer daran denken, als meine Nichte in den Hausaufgabenbiologie irgendwas über... Wie funktioniert der Penis, musste sie irgendwie rausfinden. Und da sagte meine Oma, seid ihr denn des Wahnsinns, die ist gerade mal 11 Jahre alt. Da wurde auf uns noch nichts erzählt. Ja. Das heißt ja auch... ich war noch so dumm, wie ich aus der Schule kam. Das heißt, richtig. Ihr wusstet ja auch richtig wirklich noch nichts über Kinderkriegen, noch nee, nichts, woher... Das wurde uns gar nicht erzählt. Krass, früher. Ja. So wie heute, wenn eine Leute, eine schwangere Frau, dann haben wir als Kinder gedacht, warum hatten die so einen dicken Bauch, und wussten wir gar nicht warum. Selbst das? Wussten wir als Kinder doch gar nicht. Habt ihr nie gefragt, woher die Kinder kommen? Nee. Hat der Klapperstorch gebracht. Hätte uns doch kein Mensch erzählt. Aha. Und wolltet ihr das unter euch nicht wissen, irgendwie so? Habt ihr nicht gefragt, wo kommen die Kinder her, meine Eltern erzählen lassen? Ich meine, nur Kinder waren... Hat man das früher nicht so gemacht. Wie war denn das damals als... Wenn einer ein Kind gekriegt hat, das hat er der Klapperstorch gebracht, fertig. Ja, aber wussten die denn selber, woher das kam? Wieso die jetzt schwanger sind? Haben die das selber gewusst? Ja, die... Weil ich stelle mir das so vor, ich meine, hat man denn auch nicht gesagt, so, Kind, du hast... Wurde das er gekriegt hat oder so. Ja. Das hat man doch nicht gewusst. Nein, aber ich meine selber, wenn man jetzt selber schwanger wurde, hat man denn von den Eltern nicht die mal... Eltern. Haben die ja nicht mal gesagt, du die darfst mit Eltern den Kreis. Nicht. Aber irgendwann hat man doch rausgefunden, dass man Sex mit jemandem haben kann. Ja, das musstest du selber. Ja, und das kam doch bestimmt... Aber... Das ist doch bestimmt früh passiert, oder? Auch trotzdem? Heute hast du das in der Schule schon. Ja. Früher nicht. Ja, aber wie hat man denn das rausgefunden? Erst, wenn du selber aus der Schule warst. Ja. Aber man hat doch dann bestimmt auch mit Jungen geknutscht oder so? Ja. Hä? Das war, so schlimm war das nicht wie heute. Aha. Das heißt, man kam sich noch nicht näher. Na, so früh nicht. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon, wir mussten ja immer, wenn wir aus der Schule kamen, erst so ein auf Landjahr nennen wir das. Wie heißt das? Landjahr. Ach, ein Landjahr, okay. Nannte sich das. Ja. Da musstest du ein Jahr praktisch beim Bauern oder so. Ich war aber bei keinem Bauern. Ich war bei einer Familie, die hatten eine Championzucht. Und da ging das. Da bin ich gerne hingegangen, denn weil ich mit dem Bauern nichts zu tun haben wollte. Okay, und was hat das jetzt mit Sex da war zu tun? Noch so dumm wie sonst wer. Das wusste ich gar nicht, dass man mit einem Jungen sowas machen konnte. Das wusste ich damals noch gar nicht. Ich aus der Schule war. Ach so. Wie ich das Landjahr machte praktisch. Ja. Ne? Hatte ich noch gar keine Ahnung von dem Leben. Okay, das aber... Das erzählte dir doch früher keiner. Ja, aber wie hast du denn das rausgefunden? Na ja, so unter sich, denn wenn man denn eine Freundin hatte, hatte das ja denn und so, dann kam man, hörte man denn manchmal sowas. Und dann musstest du das praktisch selber lernen. Ja, aber dann wurdest du doch bestimmt richtig neugierig, ja, oder? Genau so ist es. Heute ist das was anderes. Heute erzählen ja auch die Mütter schon alles.
Früher hat der das gerade. Naja, das erzählt. Macht man ja auch, um die Kinder aufzuklären, damit die Kinder Bescheid wissen, damit sie damit umgehen können. Ja, und damit aber halt früher nichts passiert. Hat mir das kein Mensch erzählt. Ja, aber dann, dann habt ihr doch, aber dann wart ihr, dann wurdet ihr doch bestimmt neugierig und wolltet das ausprobieren. Ja. So, und dann waren Kinder da und die fragen sich, woher kam das denn jetzt oder wie? Ja, da warst du doch da so richtig dumm. Sagen wir es mal so, man musste halt alles selber noch rausfinden. Und was ja auch eine gewisse Stärke hat dann. Tja. Aber, ach ja, ja. Aber das muss sich doch total verbreitet haben bei euch, so im Freundeskreis, dann wenn einer Sex hatte. Hatte man doch einfach noch nicht so alt. Oder wenn man es dann halt nicht hatte, war es vielleicht peinlich und hat noch gar nicht drüber geredet. Gar nichts gesagt. Das ist es, glaube ich, ne? Dass man da, dass man früher mit seinen Freunden über sowas noch gar nicht getuschelt hat. Na ja, eine Freundin hatte man denn doch immer mal, wo man immer ein bisschen mehr erzählen konnte. Denn mit der Mutter konntest du sowas nicht. Nee, das meine ich ja nicht. Ich meine unter Freunden, im Freundeskreis, meine ich ja. Da hat man denn schon manchmal sich ein bisschen mehr erzählt. Okay. Aber mit der Mutter hast du sowas nie. Nee, ist ja auch in Ordnung. Aber im Freundeskreis, ich stelle mir das so vor, dass, ja, das spricht sich rum und dann so, wie, was, aber dann warst du schon aus der Schule. Ja, ja. Wenn du Thema brachtest. Aber dann, ich stelle mir das so vor, wenn dir einer was erzählt, dass man dann so denkt, was? Hä? Was? Das geht? Wie? Sein Pullermann kann bei mir da unten rein? Eben. Hattest du doch gar keine Ahnung von. Ja, aber dann ist man nicht neugierig und dann geht man zu einem seinen besten Freund, den du ja aus der Schulzeit schon kennst, und sagt, ey, du, ich habe gehört, das vereint sich. Wollen wir das nicht mal ausprobieren? War das nicht so? Nee. Och, hätte man doch gar nicht riskiert. Ach, riskiert? Wieso riskiert? Weil man, och, gar nicht extra. Weil es noch unangenehm war wahrscheinlich. Ja, okay, es war damals einfach nicht so. Gar kein Thema. Das heißt, na ja, gut, guck mal, für mich ist das sofort... Man ist sofort neugierig. Aber früher war es halt eine andere Zeit. Eben. Das und ich vermute mal... Gar nicht gedacht. Ich vermute mal, dass man auch Angst hatte. Kann ja sein, dass es welche gab, die schon früher an sowas gedacht haben. Aber ich denke mal, kann es vielleicht auch sein, dass man früher Angst hatte, dass man, wenn man sich über sowas unterhält, dass man dann einen auf die Gusche kriegt? Kann das sein, dass man davor Angst hatte? Ich weiß nicht, mit den Eltern hat man nie darüber gesprochen. Das, für mich ist das nur so unbegreiflich, weil... Ja, weil ich, kann man sich heute gar nicht denken. Nee, weil ich möchte ja auch, als Kind wollte ich immer gleich alles wissen und habe immer alles gefragt. Und als Kind fragt man ja immer, warum? Ja. Und waren früher die Kinder gar nicht so, dass sie alles wissen wollten? Ach, dass sie so wissgierig waren? Interessant. Mach sagen, dass es auch so welche gegeben hat, das war es nicht. So, dann zum Schluss noch, Grunge Blossom fragt, mich würden Bilder von der Zeit interessieren. Ich glaube, damit fangen wir ja nicht erst an, sonst würden wir hier noch 1000 Bilder ausbreiten. Schön, aber ich glaube, die kann man tatsächlich googeln, irgendwie Bilder aus der Zeit. Aber die Jenny sagt, wie stellen Sie sich die Zukunft in 50 bis 70 Jahren vor, so in Deutschland? Was meinst du, wie sich das weiterentwickelt? Wie kann es 50 Jahre später sein? Verfällt die Welt dann in Chaos, weil alle schon viel zu früh alles wissen? Nee. Das also denke ich nicht. Ich denke, die Frage kann man beantworten. Das haben wir eigentlich schon beantwortet, dass meine Oma tatsächlich im Hier und Jetzt lebt und schon ihr ganzes Leben und damit zufrieden ist, was hier und jetzt ist. Ne? Ja. Weil ich meine, heutzutage geht das Klima kaputt. Wir stehen vor einer Überbevölkerung. Stell dir mal vor, irgendwann wird es so viele Menschen geben, dass es nicht mehr genug Luft zum Atmen gibt. Stell dir das mal vor, was das für ein Problem wird. An so ein Problem denkt man ja heutzutage noch gar nicht. Ne? Da denkst du noch gar nicht. Überleg mal, dass es vielleicht zu wenig Luft zum Atmen gibt, weil es einfach zu viele Menschen auf der Erde gibt. Ja. So, und ganz am Schluss fragt Eric Cartman nochmal. Was ist das Wichtigste im Leben? Einen Ratschlag für alle jungen Menschen. Die Jenny möchte das auch wissen. Hast du einen Ratschlag für alle jungen Menschen heutzutage? Und was ist für dich das Wichtigste am Leben? Dass man gesund ist. Ja, sieht man ja. Bestes Beispiel bist du ja. Wenn man in deinem Alter noch so gesund ist, kann sich, glaube ich, jeder wünschen. Bin ich doch ganz stolz drauf. Dein Tipp ist einfach, jeder sollte auf seine Gesundheit achten, damit er mit 96 auch noch so fit sein kann wie du. Das ist wahr. Und das ist für dich das Wichtigste im Leben tatsächlich. Sehr, sehr wichtig. Das ist, glaube ich, ein richtig guter Ratschlag, weil vielen Menschen stellen andere Sachen wichtiger als ihre Gesundheit. Und dann denke ich immer, eventuell angenommen, du hast jetzt mal im Rücken Schmerzen, dann musst du gleich, so wie du was merkst,
nicht erst es richtig schlimm werden lassen und sich gar nicht kümmern. Ich bin immer der Meinung, man muss sich schon mal einreimen, wenn du mal, oh, da ist irgendwas. Mit der Malerrolle. Dann musst du schon mal einreimen mit diesem... deine Mutter hat... Ja, das ist ja egal, das spielt keine Rolle mit was. Ja. Wir wollen ja hier keine Werbung machen, es ist ein Schmerzgel. Eben. Okay, und... Aber das hilft auch... Ich denke das so. Ob es andere denken, weiß ich nicht, was die... Wenn ich was merke, oh, den reibe ich da schon mal... Oh, damit das nicht schlimm wird. Mhm. Gleich früh genug. Nicht erst warten, bis das es richtig schlimm wird. Gleich, wenn du ein bisschen was spürst, gleich Creme da hin machen. Den Ratschlag soll ich mir auch beherzigen, weil ich mache auch immer alles erst, wenn es richtig schlimm ist. Wenn's eigentlich das ist verkehrt. Nicht erst richtig schlimm werden lassen. Schon früh genug. Ich soll ja hier auch den was mitnehmen. Alter, oh, in meinen Fingern. Da denke ich, was ist denn da los? Kriegst du da... habe ich die Creme auch genommen und habe sie abends immer mal so angerieben damit. Heute ist wieder gut. Da warte ich nicht erst, dass es richtig schlimm ist. So wie ich ein bisschen merke, wird schon angerieben. So, habt ihr gehört? Gleich einreiben. Das ist die nicht Mora. Erst warten, bis es richtig schlimm wird. Alles klar. Früh genug. Ja, gut, ich habe es verstanden. Ihr auch. Ja, vielen lieben Dank, dass du mit mir dieses kleine Interview geführt hast. Und ja, wir haben auf jeden Fall alle was jetzt hier vielleicht irgendwas rausgezogen und gelernt. Tja. Und ja, vielen Dank. Ich denke immer, man muss früh genug. Auf weitere Gesundheit, ne? Ja. Und noch viele Jahre. Ja. Bis dann. Das kann keiner wissen. Aber wir leben ja im Hier und Jetzt, haben wir gelernt. Das weiß kein Mensch, ob er viel Geld hat oder gar kein Geld. Das ist egal, wir kommen alle an der Reihe. Weise Worte sollen uns aber nicht entmutigen, unser Leben nein, zu leben. Nein, 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 nein. Wir wollen noch so weitermachen. Du hast gesagt, du bist super glücklich. Bin ich. Und da halten wir fest. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.